Willkommen zurück hier beim vierten Part bei von Dingensen. Ihr wisst, was Mario ich meine. Mario Kart 8. Und wir spielen jetzt einfach weiter. Den Grand Prix 150 Kubik. Ich nehme wieder mal Mario, mit dem kann ich irgendwie besser. Ich nehme wieder mal Yoshi, weil ich will ja, dass überall danach Yoshi ist. Es ist ein... Kirmes-Droschke. Ist okay? Egal, ich nehme wieder das gleiche, ich kann damit schon recht gut umgehen. Ich stehe nicht drauf, wenn ich jedes Mal was anderes habe und mich dann eingewöhnen muss, wie auch immer. So ist besser. Ich schau mal, welche Reifen ich nehme. Ich würde gar nicht so viel auf das Dings gehen. Also ich würde eher ein Deck nehmen und damit fahren lernen. Punkt. Ein Deck. Ja, ein Deck. Wir spielen den Bananen-Cup, den haben wir vorher, glaube ich, zweimal probiert und haben elendig versagt. Ja. Aber so richtig. Mal schauen, wie es dieses Mal wird. Wahrscheinlich packt er dann wieder seine heimlichen Skills aus. Richtig. Ich will unbedingt Gold. So, ne? Gold und so. In der staubtrockenen Wüste haben wir vorher richtig abgestaubt. Gib mir Ruhe. So, los. Ja, ich... Echt Pro und so. Ja, echt Pro. Ja, echt Pro. Und ja, ich staub hier auch wieder ab in der staubtrockenen Wüste. Haha. So, hier kommt ein kleiner Wirbel. Und da geht's dann irgendwo wieder weiter. Ich weiß noch nicht wo. Ich würde sagen auf der Straße. Ja, ich war gerade nicht auf der Straße. Ja, okay, in der Sandwüste gibt's auch nicht wirklich eine Straße, aber... Das finde ich eigentlich jetzt so recht praktisch. Den Kreis um dich rum? Ja. Kenne ich. Das Item ist irgendwie echt extremst overpowered. Beziehungsweise kommt einfach zu oft. Ich habe das jetzt das erste Mal gehabt, wo wir zusammen gespielt haben. Na und? Ja, bei mir kommt es viel zu oft. Hi, was soll denn der Scheiß? Einmal was abkriegt, noch dreimal was drauf? Ja klar. Ich glaube, du hast zwei rote von mir gekriegt. Das kann natürlich auch sein. Ach, da darf man nicht rennen. Okay. Doch, darf man schon. Also nicht ganz rein ins Müll. Das ist gut. So, probieren wir mal unser Glück mit dem Paar. Und wir haben getroffen. Bowser sogar. Bowser und Peach sind eigentlich irgendwie, was ich bemerkt habe, die zwei besten KIs in diesem Spiel. Nein, das ist jedes Mal anders. Also aber ich glaube, das wird gelost, welcher jetzt der Beste sein soll. Und dementsprechend fährt dann der Computer besser als die anderen. Das ist immer so. Nein, bis jetzt, was ich gespielt habe, also früher war immer Bowser vorne, ja. Und Peach zweiter. Also zwei T dann. Früher, als du noch jung warst. Damals. So. Sechster Platz, ich meine, es ist super. Also ich bin mit dem ersten zufrieden. Red du nur. Wie steht's bei dir so? Also ja, fünfter ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, wenn so eine 1 ist, so eine reine 1, ist schon schön. Ich weiß nicht. Natürlich. Braucht man auch nicht so viel Tinte, wenn man das jetzt schreiben will und so. Natürlich. So eine 1 hat schon viele Vorteile. Halt's Maul. Gehen wir einfach direkt ins nächste Level. Damit man ja nicht sieht, da wo die 1 ist. Mir taugt es so, dass der das so ist Ebene 3. Ich hab keinen Plan, was Donut Ebene 3 heißt. Oder was die damit meinen. Donut Ebene 3? Ja. Vielleicht was im Kreis geht?
So wie jede Strecke. Deswegen Ebene 3. Ja. Aber hier schon wieder. Bowser war vor mir. Bowser ist jetzt nicht mehr vor mir. Wie du da einfach abtaucht bist. Platsch, runter. Einmal hat mich was getroffen und fünfter. Ja, jedes Mal so, wirklich. Wenn dich einmal was trifft, bist du sofort weit hinten. Also, die KI ist echt bescheiden. Naja, zu gut. Naja, ich will jetzt nicht sagen, dass es zu gut ist. Warum geht man auf eine Person, wenn die schon was abkriegt hat, dass man nochmal auf die... Immer auf den Schwächsten. Wenn du schon am Boden liegt, nochmal drauf treten. Ja, aber das ist ja echt unfair. Normalerweise sollte man, sobald man den ersten da wieder fertig gemacht hat, die anderen wieder zurückholen. Das heißt, jedes Mal immer die ersten fertig machen und einen Gegner fahren lassen. Sprich, einen Computer voll überpowern, damit der schön vorn bleibt. Das ist natürlich die beste Möglichkeit. Ja, natürlich. So, zack. Vierter, geht. Nicht so das Wahre. Bis jetzt. Ja, Peach, dräng mich nur raus. Frauen können wieder mal nicht Auto fahren. Da sieht man's. Ja, besser als du. Okay, der war jetzt aufgelegt. So, warum fahre ich immer ins Gras? Ich weiß es nicht. Ach, ja, Alter. Genau. Hallo. Das warst du. Ja. Also du bekommst es doch sehr oft, oder? Die ersten Bombe hat mich erwischt. Wir sind beide nach unten gekommen. Ja, ich weiß. War auch nicht eine besonders gute Runde. Ich achte, du Fünfter. Es geht besser. Ja. Schäm dich. 8 Plätze verloren im Gegensatz zur letzten Runde. Eigentlich nicht, eigentlich bin ich nur von 1. und 3. geworden. So ne von 1, ich war da mal oben. Ach. Naja, dafür wird die nächste Runde königlich amüsant, wie wir das verlieren. Und so? Wieso? Ich nehme mal nicht an, dass wir gut werden. Ne, 2. und 3. ist schlecht. Das ist wieder so, so ungewohnt, dass du Mario bist. Vorher warst du nämlich jedes Mal was anders. Was anderes? Detta, Browser, Firefox. Richtig? Ich war Firefox. Hallo, da war ein Yoshi. So, 2 Münzen mitnehmen. Kacke. Ich lass dich mal ins Gras fahren. Bin vielleicht etwas von der Straße abgekommen. Etwas? Ja, etwas. Was ich kacke finde, ist, dass wenn man so Dinger rundherum hat, dass man dann sonst nichts mehr nehmen kann. Das hat mir bei normalen Wii-Spielen... Wie viele also Sachen Wii willst du noch haben, oder was? Was? Ich? Ja, ich habe nur, Bananen gehabt. Achso, du meinst so, ja, es wäre nicht schlecht, wenn man zum Beispiel die 3 Dinger rundherum hat, dann hat man ja Platz für was anderes auch noch. Ja, man kann 10.000 Items rundherum haben. Mhm. Genau so hast du es meint, ne? Nicht 10.000. Nur 10. Ne? Man braucht nicht noch eins bei den overpowerten Dings, das ist schon, ja. Aber sonst wäre es halt nicht schlecht. So wie bei dir jetzt, wenn du neben den 3 roten Panzern jetzt noch was haben könntest. Irgendwas Sinnvolles. Meinst du? Ja. Ja. Ich hab sowas von gewusst. Ja, ich natürlich. Hab's gewusst. Natürlich. Und dann kommt noch... dann kommt die KI mit ins Spiel. Ich finde das so genial. Ich finde das echt genial.
Wenn du einen fertig machen willst, du brauchst nur einen grünen Panzer und der ist weg. Weil wenn's einmal triffst, dann gehen alle anderen auch auf den und dann hast du absolut keine Chance mehr. Richtig. So, vielleicht werde ich sogar noch Erster. Nein. Vielleicht werde ich noch Dritter. Ja. Jetzt am Schluss. Jetzt am Schluss, wirklich. Siebter. Letzten Ding. Auf dem letzten Meter ist er noch reingefahren. So ein Kack. Aber ja, ist eh halb so schlimm. Wo mache ich das? Oh, okay. Das kann man nur, wenn man hinten war. Warte weiter. Nein, das kann man immer machen. Das kann man auch am Start machen. Na? Am Start ja, aber sonst nicht. Zumindest ich nicht. Doch. Hm? Doch. Ich hab's gerade vorher probiert, ging nicht. Donkey Kong Jungle, let's rennen. Da geht's jetzt. Ich finde das cool. Das ist echt sinnlos, aber witzig. Wurzig? Wurzig. Denkst gerade dasselbe wie ich, ne? Ja. Okay. Das Wort müssen wir uns merken. Die Welt so. Ist ja mal so richtig kacke. Die habe ich nämlich vorher schon gespielt und boah, die ist so kacke. Ich mag die Welt irgendwie. Ja, das ist die einzige, wo du vor mir kommst. Ja, natürlich. Wieso? Wenn ich will, komme ich in jeder Welt vor dich. Das ist nur so, Spannung erhöhen, ein bisschen... Was soll die Scheiße? Also die Welt schaffe ich überhaupt nicht. Die mag ich nicht, die kann ich nicht. Ich mag die. Die ist lustig. Und dann kommt ein Roter. Okay, der Rote ist weg. Gut. Ja. Mhm. Ja. Ja, ein Fliegender. Mhm. Ja. Mhm. Gehört sich so. Und da hat man richtig gesehen, wie die KI versucht hat... Wieso? Verdammt! Sei still kurz. Da hat man richtig gesehen, wie die KI versucht hat, noch eins auszuwischen. Nachdem der Fliegende gekommen ist, hat eine KI... Dingsbums eine Banane direkt vor mich gesetzt. Aber nur 2 cm weiter weg. Ja, red ja. Nein, ich meine, das war ein richtig gutes Beispiel dafür, finde ich. Aber da bin ich eigentlich wirklich gut, finde ich. Ja, das ist nämlich die einzige, die ich nicht kann. Ich will endlich mal Regenbogenwelt oder irgend sowas spielen. Regenbogenwelt kommt fast zum Schluss. Naja, die kommt mehr oder weniger zum Schluss. Die war ja schon immer die letzte. Nein, nein, nein. Jedes Mal. In der letzten Runde jetzt wahrscheinlich noch zweiter. Mhm. Wieso hüpfe ich da jedes Mal runter? So, okay, ich könnte es noch schaffen, ihn zu überholen. Wenn ich jetzt die eine Runde hier nicht versau. Nein, nein, nein! Wieso? Wieso verkacke ich gerade? Das kann es hier gerade echt nicht geben. Ich würde noch gern vor dem Bowser kommen, aber unmöglich. Da ist noch zwei übrigens bei mir. Ja, ja, das ist. Die Welt kann ich nicht. Die kann ich absolut nicht. Das war vorher schon so. Die mag ich nicht, die kann ich nicht. Ja, ist egal. Ja. Das ist wirklich die einzige Welt, die ich absolut nicht kann. Das hat man gesehen. Oh. Ja. Bist du der? Die Welt ist echt kacke. Das erste von 4 Malen. Ja? Kriegst ein Däumchen. Ja. Die Welt ist so kacke, ich mag die nicht. Ja. Zum Glück müssen wir die nur einmal spielen. Ist richtig. Ja. Aber das war vorher schon. Also wie ich da abgelust habe. Jedes Mal in jeder Runde bin ich zweimal runtergefahren. Die müssen wir nochmal spielen. Wieso? Um den nächsten Cup freizuschalten.
Ein neues Fahrzeugteil, 500 Münzen. Wir müssen uns das, in die ersten das drei ist egal, wir haben gesagt, wir spielen nochmal so. Ja, ey, trotzdem. Müssen wir dann nochmal spielen. Ja, irgendwann Offscreen nochmal. Halt. Ja. So, das war's für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Ich wollte hier nicht nochmal reingehen. Falls ihr... Das hast jetzt das du. Weiß ich. Falls ihr meinen Triumph genauso feiert wie ich, zeigt's mit einem Däumchen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Mario Kart 8. Bis dann, tschüss.